20 Jahre, ich muss wieder auf das Thema zurückkommen, gibt es ein Fernsehen und 20 Jahre gibt es übrigens auch ein Quiz. Wissen Sie noch? Quiz. Viele haben schon, einige haben schon gewonnen, aber Tausende, zigtausende haben schon verloren in diesen Quizveranstaltungen und wir sollten vielleicht auch in diesem Rahmen eine Quizveranstaltung stellen. So, meine Herren, ich möchte Sie bitten, jetzt der Reihe nach ein bisschen Aufstellung zu nehmen. Sie sind ja immerhin 6 an der Zahl. Und der Erste gehe jetzt bitte mal herüber ans Mikrofon und Sie stellen sich vielleicht vor. Als Wieke. Also ich bin Berliner, ja. Und wie gesagt, ich habe durch meine Herkunft, ich bin also Spandauer Allee, wir haben eine Hufbeschlaganstalt. Zu zweit, ja. Also meine Frau und ich, wir arbeiten zusammen. Und wie gesagt, also ich haue immer die Eisen unter den Hufe und meine Frau, also was meine Rolle ist, die reicht mir immer die Pferde rüber, wa? Dankeschön, ja. Treten Sie bitte einen Schritt zurück. Nun zu dem Nächsten. Bitte gehen Sie auch gleich da herüber. Ja, ich weiß nicht, ob es hierher passt. Also ich, was ich bin ein Globetrotter. Eigentlich bin ich aus Leipzig, ich bin aus der Reisenauer Straße 82. Ich habe eine Japanerin geheiratet, das lustig, sage ich Ihnen. Das Komische, was ist mit der Japanerin? Das Komische ist daran, ich habe eine Schwiegermutter. Und die wohnt in Yokohama. Dankeschön. Würden Sie bitte jetzt ein paar Schritte nach vorn treten, bitte schön. Gehen Sie da herein, ja? Ja, wo ich herkomme, das könnten schon an meinem weiß-blauen Bindel schauen. Was meine Frau ist, wenn man schon von den Weibern spricht. Also meine Frau, die hat ganz besonders schönes Haar auf dem Kinn. Und dann hat sie also zwei Augen, wo man schon sagen möchte, dass das eine Auge immer auf das andere ein bisschen aufpasst, bestimmt. Aber dafür, Moment einmal, aber dafür hat sie wunderbare Zähne. Also wie Bohnen. Und das kann ich ruhig laut sagen, wo die das gar nicht hört, schwerhörig ist außerdem. Würden Sie einen Schritt nach vorn treten jetzt, ja? Ja, ich sag bloß ein Wort, nicht? Hummel, ich meine, Stine. Stine ist nämlich gerade bei uns, die ist in Spa-Verein, hat eine Stippvisite gemacht, die ist Schulau heute, ne? Jo, alles gut, du hast recht gehabt, du. Der Frankenfeld, der ist ein bisschen... Sag nichts, ich komm wieder nach Hause, ne? So, und nun zum Letzten. Gehen Sie bitte auch noch nach vorn. Herr Barmu, ja, ich weiß nicht, ob er mein Beruf ist. Er war mir wichtig, ja, ich bin kein Studierter, nein, nicht. Doch, Herr Barmu, ich bin Kutscher, nicht? Und wir haben einen Wallach, einen Trakehner haben wir in der Rum in der Heide oben in Ostbrei. Und da haben wir den, wenn wir morgens eingespunt haben, manche, 5 Mann mussten ihn halten, sonst wäre er zusammengebrochen. So, jetzt schaffen wir hier eine Tafel. Danke. So, dann wollen wir mal sehen. Jetzt geht es um die Quizaufgaben. Jetzt kommen Sie bitte als Erster hierher. Der Herr aus Sachsen. Ich meine, Sie als Schmied werden eine zu schwere Handhabe. Aber der Herr aus Sachsen, kommen Sie mal her. Und jetzt sollen Sie etwas zeichnen, was Ihnen einfällt. Fürs Knäppchen, was mir einfällt. Passen Sie auf, das sage ich Ihnen. Wissen Sie, was das ist? Was könnte denn das sein? Sehen Sie es? Das ist ein Ende, denken Sie, ne? Nee, ist bloß der Anfang meiner Schwiegermutter. Ich wollte es Ihnen sowieso mal vorstellen. Passen Sie mal auf. Das ist sie persönlich. So, gehen Sie bitte einen Schritt zurück. Ich habe jetzt eine Aufgabe. Und zwar ist sie aus dem Leben gegriffen. 28.000 Mark. Das ist eine Erbschaft, die ist jetzt zu verteilen an 7 Personen, also geteilt durch 7. Und das rechnen Sie bitte aus. Doch warum ich? Ausgerechnet ich? Sie, das ist für uns eine schwere Sache. Also, das Null ist ja nichts, das können wir streichen. Aber das Blöde ist, dass die 7 nicht in der 2 geht. 7, ja, mei, das 7 und 8, das geht einmal. Einmal 7 ist 7, herunternehmen 21. 21 durch 7, das weiß ich, das sind 3. 13.000 Mark, das können Sie ausbezahlen. Kommen Sie mal bitte. Lecker, das ist doch, hör mal, das ist doch Blödsinn, Mann, das kann doch gar nicht stimmen. Das ist doch Schickrum, pass mal auf. Müssen wir so gegenrechnen, ne? 13 mal 7, der muss das auch rauskommen, das ist doch viel zu viel, das sieht doch ein Mensch, Mann. 3 mal 7, 21. 1 mal 7, 7, ne? Doch, stimmt, guck mal, stimmt, tatsächlich. Das stimmt.
Nein, wart mal. Lord Bossje, Mensch, mich kannst du doch nicht auf den Arm nehmen. Pass mal auf. Wir machen eine ganz einfache Gegenprobe. Wir schreiben jetzt 7-mal untereinander die 13, nicht? So rechnen wir das immer auf dem Kutschbock. So. 2, 4, 6. Und dann zählen wir es zusammen, dann muss es rauskommen. Pass auf. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Stimmt, genau. Na was? Dankeschön.